Da ich nach wie vor so oft auf mein 3D-Kennzeichen angesprochen werde, möchte ich es jetzt nochmal erklären. Ja, wir waren erst kürzlich wieder am Großglockner und selbst da wurde ich angesprochen. Und es gibt einfach doch noch so viele Fragen zu 3D-Kennzeichen, ob die denn jetzt wirklich legal sind, ob man sich die einfach so holen kann und was denn jetzt da auch die Vorteile sind. Also fangen wir an, in Deutschland sind sie legal. Da braucht man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Wenn man sagt, man hat jetzt Bock auf ein 3D-Kennzeichen, dann kann man sich das einfach bei 3D-Kennzeichen bestellen. Am besten mal einen Code nutzen, dann spart man sich auch noch was. Und geht dann damit zur Zulassung mit dem Kfz-Schein und dann kann man sich die neuen Sticker im Endeffekt holen. Kostet ein bisschen was, aber nicht die Welt. Keine Ahnung, 5 Euro, je nachdem. Und dann kann man die auch schon ans Fahrzeug machen. Die alten Kennzeichen muss man halt natürlich mit zur Zulassung nehmen und dann die Labels abkratzen. Aber ja, das wird dann auch noch gesagt. Dann der nächste Punkt. Ob es im Endeffekt, ja, was die Vorteile sind. Natürlich hat man sehr, sehr viele Vorteile, weil es ist auch schon mal elastisch. Also es gibt auch nach, gerade wenn man Steinschläge bekommt, in dem Fall, blättert nicht gleich im Endeffekt die ganze Farbe ab, weil man kennt es von dem Blechkennzeichen, da ist ja wirklich nur eine hauchdünne Schicht an einem schwarzen Film drüber, was letztendlich dann die Buchstaben, ja, Buchstaben werden lässt, sagen wir so, wer schon mal bei dem Prozess zugeschaut hat, wie so ein Blechschild gemacht wird. Und das hat man so oft, oder man sieht es auch so oft auf Parkplätzen, dass da was weggekratzt ist oder dass es durch ganz viele Steinschläge schon richtig zerdellt und zermackt ist. Ja, also diese Sachen hat man bei 3D-Kennzeichen im Endeffekt nicht. Auch gibt es sie in verschiedenen Optiken. Das ist zum Beispiel Hochglanzschwarz. Also finde ich persönlich wirklich am allerallerschönsten. Es ist einfach sehr, sehr hochwertig und ja, passt, finde ich, zu jedem Auto. Dann gibt es noch in normal matt und auch noch in Carbon, mittlerweile in verschiedenen Varianten. Ja, muss man schauen, ob man jetzt Carbon mag, ob man was am Auto hat. Dann würde ich sagen, ja, wenn passt schön dazu. Aber es ist alles Geschmackssache und bleibt jedem selber überlassen. Natürlich gibt es sie auch noch in grün und in rot, wenn man Überführungskennzeichen braucht oder andere Kennzeichen. Ja, alles möglich, sogar die Zulassung für die Saison. Also kann man alles machen lassen und online bestellen. Ja, in dem Sinne, wenn es noch weitere Fragen gibt, kannst du mir die sehr gerne stellen, dann werde ich sie beantworten. Und wenn du welche möchtest, wie gesagt, kannst du die bei 3D-Kennzeichen bestellen und meinen Rabattcode QUEEN benutzen und dir damit 15% sparen.